Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und hier willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der NF-Marsch am Dienstag. Jo. Ja, wir sind immer noch dran. Ich glaube, jetzt, ich gucke mir das da, obwohl, das müsste gehen. Wir fahren jetzt, glaube ich, diese Bahn jetzt, glaube ich, noch zu Ende. Und dann muss ich, glaube ich, eben sehen, ob ich einen Helfer hier einstelle. Ich muss aber die Taste wieder aktivieren, beziehungsweise, ja, stimmt, ich muss die wieder aktivieren, weil die habe ich rausgeschmissen aus, von der Tastatur. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, welche Kategorie die jetzt gerade sein könnte. Also, Helfer. Ja, ich weiß, dass die mehrfach belegt ist. Ja, ganz ehrlich, ich habe den damals wirklich die H-Taste wirklich rausgeschmissen. Ich habe das schon so oft gehabt, dass denn, ne, auf einmal ein Helfer drin saß, obwohl mir gar nicht bewusst war, dass ich dann irgendwie wahrscheinlich, ne, von G auf H gekommen oder so, oder irgendwie gestreift oder was. Und dann wunderst du dich, warum dein Gerät nicht mehr von hier reagiert, ja, weil ein Helfer drin sitzt, ne. So, dann drehen wir hier jetzt eben einmal. Rein theoretisch vom Vorgewende her müsste es eigentlich passen. Also da dürfte eigentlich nichts passieren. So, Helfer ist drin, Helfer fährt. Wir tappen mal durch. Der hat auch schon ordentlich was geschafft, wa? Okay. Naja, dann. Ihr macht das schon, ne? Was ist dein Auftrag? Ich hoffe, du fährst. Ah, du bist voll. Gut, alles klar. Dann, würde ich mal ganz gerne hier mal noch einmal reingehen. Weil es ist ja eh die letzte Woche. Also können wir auch den Schüssler wegen, den wir da im Lager haben. Einfach mal auslagern. Okay. Ja gut, den schmeiß mal raus. Oh, das sind ja nur so halbe. Das ist ja auch doof. Das ist natürlich wieder so eine Geschichte. Ja, das ist natürlich jetzt voll. Na gut, dann machen wir das mal anders. Ach, jetzt habe ich den Kürbis ausgeladen, ne? Ja. Ja, komm, egal, lassen wir das. Okay, aussteigen. Ja, ne? Laden mal weiter aus. Das verhandeln wir nochmal eben mit.
Ja, da geht noch was. Oh, da geht noch was, da geht noch was. Ich frage mich jetzt nicht, warum da immer nur so eine Palette von dem Kram drin ist. Ah, hier ist ein bisschen mehr drin. Da ist auch wieder nur eine drin. Gut, in die auch noch mit auf dem Anhänger. Oh, da ist immer noch so viel Platz drauf. Ja, ich glaube, das reicht. Da ist immer noch was drin im Lager. Okay. Vollgepackt mit tollen Sachen. Jetzt habe ich die alten hier. Wieso habe ich jetzt eigentlich Klopapier hier nicht mit? So. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich da selber, ne, hochfahre, beziehungsweise, ja, tatsächlich. Also ich bin, ich meine, noch nie da selber hingefahren zum, ne, wie heißt es denn noch, ne? Ich komme nicht auf ihn drauf. Wie heißt es denn noch? Nicht Gartencenter, weil das ist hier. Das ist nicht hier zum Baumarkt. Meine Güte. Oh, ist das, also Wortfindungsschwierigkeiten ist schlimm, ey. So, jetzt nicht dran vorbeifahren. War das jetzt überhaupt hier? Ne, wir müssen da vorne nochmal abbiegen. Und dann ist das am Ende, ne? Oh. Ah ne, hier war das. Ich meine, wir werden hier nicht alles los, das ist mir auch klar. Dann haben wir den Rest nämlich noch. Oh. Ah. Den müssen wir noch eben rüberfahren zum Edeka. Ich verstehe es nicht, warum da jetzt noch einmal hier Kackpappe mit drin war hier, also. Wo die jetzt herkam. Die habe ich ja nicht ausgeladen, da war ja so viel drin. Jetzt bin ich natürlich wieder dran vorbeigefahren, ne? Ne, die hier. Ach, nimmst du doch. Nee, wir müssen da wieder rum.
fahre ich jetzt auch nicht richtig rum? Doch, glaub wohl. Stimmt, hier muss ich wieder hoch. Was natürlich jetzt doof ist mit den alten Paletten, die wir natürlich jetzt sind ja nur zwei Stück, die wir hier haben. Nicht rumruckeln hier. Oh, jetzt habe ich natürlich. Bin an meinem Lager vorbeigefahren, ne? Nee, nee, nee. So. Dann nehmen wir die mit Klopapier mit. Warum nochmal Klopapier? Ich denke, das ist voll, ne? Oh. Ja, gut, drei Stück noch, aber. Ne? So, dann werde ich jetzt nochmal eben einmal da hochfahren. Und dann, denke ich aber, wir machen da morgen weiter. Das passt nämlich jetzt ganz gut gerade. Okay. Machen wir hier einen Deckel drauf. Ich sag wieder vielen Dank fürs Zugucken und gerne, gerne morgen wieder reingucken. Oder rein. Bis dahin. Ciao, ciao.